Guten Tag. Heute möchte ich gerne über die permanente Atmung oder auch Zirkuläratmung genannt sprechen und einige kleine Übungen zeigen. Normalerweise atmen wir aus, ein, dann stützen wir oder bereiten vor und führen die Luft in das Mundstück. Der ganze Körper ist in diesem Prozess beteiligt. Irgendwann ist die Luft verbraucht natürlich, da müssen wir wieder einatmen. Ja, wenn wir aber keine Zeit haben musikalischerweise oder wenn eine Phrase sehr, sehr lang ist, hat es sich eingebürgert, die sogenannte permanente Atmung zu benutzen. Da führen wir während des musikalischen Prozesses die Luft in die Wangen. Und wenn die Luft in den Wangen ist, kann ich ein und aus. Besser erstmal aus und dann einatmen. So, das erstmal zu dem Vorgang. Jetzt, während ich ausatme oder einatme, kann jetzt die Luft aus den Wangen heraus gedrückt werden. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte. Ich habe jetzt die Luft aus den Wangen herausgedrückt und gleichzeitig ein- bzw. ausgeatmet. Ich habe jetzt noch ein kleines Hilfsmittel vorbereitet. Ein Wasserglas und ein Mundstück von Oboe auf einen Strohhalm gesteckt. Wenn wir jetzt hier reinpusten, dann hören wir und fühlen wir und sehen wir die Luft im Wasser sprudeln. Das wäre jetzt eine Vorübung, also in die Wangen. Die Luft nehmen und aus den Wangen heraus führen in das Mundstück. Und man sieht das Ergebnis im Wasserglas. Anschließend, während des Pustens in das Wasserglas, die Luft durch die Nase aus- bzw. einatmen. Also erstmal Luft. Ja, ich habe das jetzt demonstriert. Hier war das natürlich sehr leise. Ich hoffe, man konnte das sehen und auch ein wenig hören. Nehmen wir jetzt die Oboe hinzu. Ich entferne jetzt das Mundstück vom Strohhalm. Und ja, ich nehme ein Fis 2. Vielleicht sogar als Driller zum G. Dann tue ich die Luft in die Wangen, führen. Dann puste ich aus den Wangen in die Oboe, in das Rohr und drillere gleichzeitig und atme aus bzw. ein. Das habe ich jetzt versucht, sehr, sehr deutlich zu atmen. Aus und ein. Ich werde das noch einmal zeigen. Das war wieder aus und eingeatmet. Jetzt versuchen wir als nächstes, den Triller lange auszuhalten mit normaler Luftführung, dann führen wir die Luft in die Wangen, dann atmen wir aus und ein und dann führen wir wieder die Luft zurück in den Körper, den normalen Blasvorgang. Ausatmen, einatmen, vorbereiten. Noch einmal. Erst
erstmal normal atmen, aus, ein, den Ton bilden, trillern, dann die Luft in die Wangen führen, dann aus und einatmen und dann wieder zurückführen in den normalen Atemprozess. Aus, ein. Ja, das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das sind ja unabhängige Dinge, die da vollführt werden müssen. Erstmal muss geatmet werden, aus, ein, dann muss die Luft eingeführt werden, dann muss gedrillert werden, dann muss aus durch die Nase und ein durch die Nase. Das dauert eine gewisse Zeit. Da kann man schon ein paar Tage zubringen, bis man erstmal an diesen Punkt angekommen ist. Wenn man dann soweit ist, dann kann man versuchen, das zum Beispiel auch in Tonverbindungen zu machen. Also, ich spiele einfach mal D2 bis zum A2. Ja, jetzt führe ich dann während des Spielens die Luft in die Wangen und atme aus bzw. an. Ein. Ich hoffe, man konnte das fühlen und hören und auch sehen. Später natürlich möchte man gerne die permanente Atmung so ausführen, dass die Tonsäule und die Luftsäule natürlich möglichst wenig irritiert wird. Das dauert auch eine gewisse Zeit. Ja, wenn wir das erreicht haben, dass wir sehr, sehr unhörbar atmen, in der Tonleiter, dann atmen wir, versuchen wir zu atmen auf einem Ton, erstmal ohne Vibrato, dass unhörbar die Atmung vollzogen wird, dass also die Intonation des Tons keine Veränderung erfährt. Wir versuchen das einmal. Da war meiner Ansicht nach kaum Schwankungen zu hören. Wenn wir so weit gekommen sind, dann können wir auch die permanente Atmung versuchen, auf einem Ton, auf einem musikalischen Ton, der jetzt von sich aus Vibrato hat, dann auch zu imitieren. Dabei müsste man dann mit der Lippe das Vibrato ersetzen, was normalerweise aus dem ganzen Körper kommt, nicht? Also ich zeige erstmal das Vibrato aus dem Körper, aus, ein. Ich zeige jetzt das Vibrato von der Lippe. Ich hoffe, man konnte das sehen, dass das die Lippe ein bisschen ausführt, das Vibrato. Natürlich, das Vibrato mit der Lippe ist nicht so flexibel wie das Vibrato vom Zwerchfell, meiner Meinung nach zumindest. Deswegen kann man das natürlich nicht permanent einsetzen, dieses Lippenvibrato auch bei einer permanenten Atmung. Man muss schauen, dass es musikalisch unhörbar und angenehm zu realisieren ist. Wir versuchen jetzt, das Vibrato auf einem Ton und dann permanente Atmung einzuführen und zu vibrieren. Und ich hoffe sehr, dass man keine Intonationsveränderungen hören muss und auch, dass das Vibrato in der Qualität einigermaßen gleich bleibt.
Ja, soweit für heute. Auf Wiedersehen.